Was geht hier heute ab? Naja, mal wieder eine Demo. Klare Ansage, Freiheit statt Angst. Wir wollen nicht in der Angst leben, immer ausgespäht zu werden und unsere Kommunikation dann einschränken, sondern wir wollen Freiheit. Und das heißt auch freie Kommunikation im Internet. Nichts machen, nichts machen. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Katharina Nokun, politische Geschäftsführerin der Piraten. Okay, und warum bist du heute hier? Ich bin hier, weil ich für Demokratie demonstrieren möchte. Ich möchte sagen, ja, ich möchte Freiheit und Demokratie und Nein zur Überwachung. Haben wir gerade eine Überwachung in Deutschland? Ja, klar haben wir eine Überwachung in Deutschland. Wie sieht die denn gerade aus? Die sieht gerade so aus, dass unser komplettes Netz von inländischen und ausländischen Geheimdiensten abgezapft wird. Und das finde ich unerträglich, weil keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit. Und eigentlich ist das nichts anderes, als wenn Leute unsere Briefe öffnen würden, wenn wir es mal so übertragen. Und das ist jetzt erst seit kurzem so oder seit wann ist das? Nee, es ist schon seit längerem so. Und tatsächlich ist diese Demo ja auch nicht die erste Demo, sondern die gibt es schon seit 2007 jedes Jahr. Und ich habe immer jedes Jahr mitgeholfen und bin heute diesmal als Pirat erstes Mal dabei. Okay, und was willst du, was möchtest du ändern oder wie willst du was ändern? Ich möchte eine Gesellschaft, die in Freiheit lebt statt in Angst. Das heißt, wie willst du das umsetzen? Ich möchte in den Bundestag. Und du möchtest in den Bundestag? Genau, ich kandidiere für den Bundestag. Okay, und du meinst, dass das einfach so geht, ja? Von heute auf morgen, wenn du gewählt werden würdest, zack, sind die Gesetze anders oder wie sieht's aus? Ja, wenn wir im Bundestag wären, wären wir der permanente Untersuchungsausschuss für Freiheit gegen Überwachung. Wir würden das einfach so lange abspulen, bis sich das in den Gehirnen aller Abgeordneten eingebrannt hat, dass Überwachung etwas ist, das demokratiegefährdend ist. Klar, wir würden keine Mehrheiten haben, aber wir können auf jeden Fall neue Ideen reinbringen und auch notfalls den anderen vors Schienbein treten und verhindern, dass es nochmal passiert, dass wir so eine krasse Überwachung in Deutschland haben wie jetzt gerade. Okay, dankeschön. Weshalb bist du hier? Um zu demonstrieren gegen Überwachungswahn. Aha, was ist denn da gerade los? Es passiert ganz viel, die NSA und so weiter überwacht uns alle, guckt in unsere E-Mails und so weiter und ich finde das scheiße. Was willst du daran ändern? Dass die NSA nicht mehr in unsere E-Mails abguckt, ich werde meine E-Mails ab jetzt verschlüsseln, nur noch verschlüsselte E-Mails senden und mich nicht mehr überwachen lassen. Das geht? Ja, da kann man zum Beispiel auf Krypto-Partys gehen oder so und da kann man sich beibringen lassen, wie das alles funktioniert. Ich bin Oskar X, du bist doch Politiker, ne? Ja. Wer bist du denn? Volker Beck. Volker Beck, du bist von welcher Galaxie? Ich bin vom Grünen Stern. Vom Grünen Stern, für was steht ihr denn? Für Freiheit im Netz, für Nachhaltigkeit, damit es mit unserem Stern auch weitergeht und für soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit. Die Regierung hat ja gerade ein Problem mit Daten. Ich bin ja auch so ein Datenjunkie, ich bin ja auf der Suche nach politischen Daten. Was ist das für ein Problem gerade? Das Problem ist, dass die Daten, die alle eigentlich geschützt sein sollten, von den Geheimdiensten in USA und Großbritannien abgesaugt werden und damit Leute über Menschen etwas wissen, die das eigentlich nicht wissen dürften. Und das ist schon seit längerer Zeit so und ihr wisst das gar nicht? Wir haben das jetzt erst erfahren, aber das ist wahrscheinlich schon seit 2006 hat das angefangen und danach haben sie immer mehr gemacht davon. Und die Bundesregierung sagt, ach, das ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Die haben uns gesagt, das machen die gar nicht und das glauben wir denen. Das ist wie wenn man Tatort schaut und der Tatverdächtige nach einer Viertelstunde der Polizei einen Zettel gibt und sagt, ich war es nicht und die Sendung ist zu Ende. Ich bin ja so ein kleiner Datenjunkie. Ich bin ja auf der Suche nach ganz vielen politischen Daten. Ich habe ja einen Festplattencrash erlitten. Und ich habe gehört, die Regierung hat gerade auch ein Problem mit Daten. Was ist denn da los? Ja, das habe ich auch gehört. Aber die Kanzlerin sagt, das hat sich alles geklärt. Das ist erledigt. Ist das so? Nee, man kann ja nicht glauben. Das ist ja das Schlimme. Nicht mal der Bundeskanzlerin kann man glauben. Die stützt sich ja auch nur wieder auf den Geheimdienst in den USA, auf den militärischen Geheimdienst NSA. Und die sagen, alles okay, wir halten uns selbstverständlich immer an alle Gesetze, vor allen Dingen auch in Deutschland. Aber wir wissen, das stimmt nicht. Die lügen wie gedruckt. Ja, ich habe mich letztens mit dem Jan von den Linken getroffen und der sagte mir, du bist in der PKG. Was ist das denn? Parlamentarisches Kontrollgremium für die Geheimdienste. Aha, was macht ihr da? Na, da sollen wir aufpassen, dass sie das nicht machen, was sie jetzt gemacht haben. Und also habt ihr gar nicht aufgepasst? Wir haben aufgepasst, aber die Bundesregierung hat uns einfach keine Informationen gegeben. Da enden dann unsere Möglichkeiten. Also habt ihr nur Kaffee getrunken miteinander oder was? Nee, wir haben uns um alle möglichen Sachen gekümmert, aber wenn wir davon nichts wissen, können wir uns nicht darum kümmern. Deshalb brauchen wir jetzt viel mehr Kompetenzen, brauchen Mitarbeiter, wo man solche Skandale möglichst in den Anfängen stoppen können. Okay, der Jan hat mir auch gesagt, er ist für die Abschaffung der Geheimdienste. Was sagst du dazu? Naja, das ist ein bisschen ambivalent.
wenn man von der Bundesregierung verlangt, dass es so Spionageangriffe der NSA von den Deutschen abwendet, dann muss man ja auch eine Organisation haben, die das macht. Also zum Beispiel den BND, dass er sich auch um die Amerikaner kümmert und nicht sagt, das sind unsere Verbündeten, die können machen, was sie wollen. Das geht nicht. Eigentlich darf man sich unter Freunden ja überhaupt nicht ausspionieren. Aber offenbar tun die das. Und ja, millionenfach. Ich bin in deinem Bezirk, ich könnte dich wählen. Warum sollte ich das tun? Naja, damit ich da meine Arbeit fortsetzen kann. Ich bin da am längsten drin in diesem Geheimdienstkontrollgremium. Wir haben schon viel mehr Möglichkeiten als früher. Man muss das ausbauen, damit man wirklich sowas stoppen kann, verhindern kann. Und wenn das nicht geschieht, das an die Öffentlichkeit bringt. Und wie sieht das dann genau aus? Also ganz, ganz praktisch? Naja, wir tagen einmal im Monat 3 Stunden, das reicht nicht. Das muss viel mehr werden. Und wir brauchen eine Crew, in den USA sagt man eine Staff von Mitarbeitern, Fachleuten, die sich auskennen in diesen Sachen, die wir dann beauftragen können und sagen, guckt euch mal die Abteilung des Bundesnachrichtendienstes oder des Verfassungsschutzes an, kontrolliert die genau, legt uns einen Bericht vor und dann schlagen die Alarm. Okay, das heißt also, ihr seid Leute, die eigentlich gar keine Ahnung haben, wie das funktioniert, wie man das herausfinden kann. Doch, wir haben Ahnung, nur ich glaube, kein Abgeordneter hat von den ganzen Techniken, wie das geht, wie man das verhindern kann, wie man das feststellen kann, da braucht man Spezialisten. Aber die gibt es ja. Wir müssen sie nur bekommen und wir müssen sie beauftragen können und dann machen die uns kundig. Für was demonstrierst du denn? Für was? Für Freiheit und Datenschutz und Privatsphäre. Was findest du denn da nicht korrekt gerade? Musst du das fragen? Also das ja. Ist eigentlich, okay. Unsere Daten werden ausgespäht, wir werden von der NSA überwacht und wahrscheinlich auch, also wir haben ja auch selber immer das Thema mit der Vorratsdatenspeicherung bei uns. Das geht eigentlich alles nicht klar. Wer bist du denn? Ich bin der Lasse von den Jungen Liberalen. Junge Liberale, was seid ihr für eine Galaxie? Wir sind die politische Jugendorganisation der FDP und wir sind hier bei Freiheit statt Angst, weil uns eben Freiheit wichtig ist und wir keine Überwachung wollen. Wie sieht das bei euch aus? Was schlagt ihr vor? Wie wollt ihr das ändern? Wir kämpfen dafür, dass zum Beispiel auch in der nächsten Legislaturperiode im Bundestag keine Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird, dass wir auch Überwachungsgesetze zurückdrehen können endlich und kämpfen dafür, dass eben Freiheit als zentrale Botschaft auch in der Politik wichtig ist. Ja, aber wusstet ihr nicht schon viel früher, dass diese Datenüberwachung stattgefunden hat? Bei Vorratsdatenspeicherung waren es genau wir Liberalen, die das abgeschafft haben und das ist nichts anderes als Prison Light. Auf der anderen Seite wussten wir es bei der Überwachung der Amerikaner nicht. Da haben wir als Julis aber auch gesagt, das ist nicht akzeptabel. Wir hätten uns gewünscht als junge Liberale, dass man da die Botschafter zum Beispiel einbestellt. Okay, und wie willst du das dann jetzt ganz praktisch ändern? Praktisch heißt es, dass wir zum Beispiel dafür sorgen müssen, dass die Spionageabwehr in Deutschland funktioniert, dass eben nicht einfach so überwacht werden kann, ohne dass man es merkt. Wie geht das? Das geht darüber, dass man zum Beispiel die Landesämter für den Verfassungsschutz besser werden lassen muss, weil die haben bei der NSU versagt, die haben versagt bei der NSA-Affäre, dass wir aber auch dafür sorgen müssen, dass wir internationalen Datenschutzstandard brauchen. Und der muss dann eben genauso stark sein, wie wir es in Deutschland teilweise haben, vielleicht sogar noch stärker. Aus meiner Sicht, die ganzen Abkommen, die es mit den USA für Datenweitergabe gab, kündigen sollen wegen des Skandals. Du bist Veganer oder Vegetarier. Ich mag ja total Bockwurst und Wurst mit Wasser. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich mit dir eine Wurst essen. Wie findest du das? Nee, also mehr als eine halbe schaffe ich nicht, weil mein Körper das nicht will. Der will das nicht? Nee, seit 10, 15 Jahren. Früher habe ich auch Fleisch gegessen. Jetzt esse ich nur so mal an der Weihnachtsgans ein bisschen von der Haut. Ja, aber es geht doch um die Wurst. Am 22. September geht es um die Wurst. Ja, aber nicht zum Essen. Nicht mal so eine halbe oder Wurstwasser trinken? Da müssen wieder so viele arme Schweine, die da in fürchterlichen Zuständen gehalten werden, geschlachtet werden, damit du so eine Wurst essen kannst. Also wir stehen für den Widerspruch gegen Kriege, gegen in dem Verkauf von Rüstungen weltweit auch noch. Wir sind der drittgrößte Waffenexporteur Deutschland leider.